heute vom Blockheizkraftwerk. Und Herr Wirz, was ist denn ein Blockheizkraftwerk? Ja, hallo. Ein Blockheizkraftwerk ist ein Kombinationskraftwerk, Kraft-Werk-Kopplung. Es ist im Prinzip ein großer Motor, der mit Gas betrieben wird, in unserem Fall mit Biogas, und gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt. Das ist die wesentliche Neuerung für das Netz in Grünendorf. Hier am Standort Seepark Center können wir genügend Strom erzeugen, um 1000 Haushalte in Grünendorf mit Strom zu versorgen, das ganze Jahr über. Und die Wärme liefern wir hier direkt ins angrenzende Einkaufszentrum Seepark Center sowie in das Gewerbegebiet hier runter. So haben wir hier eine vollständige Nutzung von Strom und Wärme. Hier am Standort betreiben wir schon seit 2009 ein Blockheizkraftwerk, das ist in zwei Modulen aufgeteilt und sind damit recht erfolgreich. Und mit unserem neuen Blockheizkraftwerk verdoppeln wir hier die Leistung. Die Besonderheit bei unserem Blockheizkraftwerk hier ist, dass wir sie mit 100% Biogas aus der Nachbarschaft hier aus Grünendorf versorgen und betreiben. Damit können wir 100% ökologische Strom und Wärme haben. Die Ölprobe wird gezogen, um festzustellen, wie der Motor läuft, ob er Abrieb hat oder sonstige Probleme. Zu Beginn sind es 150 Stunden im Zyklus, später wird es sicherlich weniger. Welche Vorteile hat das für die Verbraucher? Also das ist Teil unserer Energiewende für Grünendorf-Strategie. Wir wollen Grünendorf nachhaltig Wärme versorgen. Und wir werden dazu in den nächsten Jahren massiv Geld in die Hand nehmen, um hier den, insbesondere in der Wärmeversorgung, die Wärmewende voranzutreiben. Und das ist ein erster wichtiger Baustein hier, dass wir die Wärme hier erzeugen können. Ja, die Aufgabe der Stadtwerke Grünendorf ist es hier in Grünendorf, wichtige Infrastruktur vorzuhalten. Unsere Aufgabe ist es nicht, Kunden in Castrop-Rauxel mit Strom zu versorgen, sondern hier möglichst günstig und auch umweltgerecht Strom und Wärme zu darzubieten. So, jetzt können wir uns auch wieder unterhalten. Es war uns auch wichtig, dass wir hier am Standort ganz Umweltschutz und Emissionsschutz betreiben, und deswegen haben wir auch viel Energie angenommen, um Schall in den Griff zu bekommen. Da kann man sich jetzt auch ganz gut wieder unterhalten. Herr Biers, vielen Dank für die interessanten Einblicke und einen guten Start am Donnerstag, wenn es dann losgeht mit dem Zeitpunkt. Vielen Dank. Gerne.